Hallo und herzlich willkommen zu Gothic. Nachdem unsere letzte Folge von einem fiesen Bettenbug beendet wurde, stehen wir jetzt wieder vor dem Tor zum alten Lager, also wieder zum ersten Mal, also quasi zum zweiten Mal zum ersten Mal. Und das gibt uns die Gelegenheit, diesmal Dinge, die beim letzten Mal vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen sind, diesmal besser zu machen. Vor allem schon direkt hier am Tor, wenn wir mit der Wache sprechen. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ja, beim letzten Mal haben wir gelernt, Sarkasmus versteht der Mensch nicht besonders gut, beziehungsweise ist er kein großer Freund davon. Und deshalb werden wir ihm diesmal sagen, ja, dass Diego uns gesagt hat, dass wir ihn im Lager treffen sollen. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Okay, das scheint besser zu laufen. Das bedeutet nämlich, dass er uns nicht fast tot prügelt und wir nicht sämtliche unserer Heilpflanzen aufwenden müssen, um überhaupt wieder aufrecht laufen zu können, ohne eine riesige Blutspur hinter uns herzuziehen. Das ist mir auf jeden Fall wesentlich lieber. So, und wir können ihn sogar noch mal fragen, ob irgendetwas Neues passiert ist. Ja, schadet ja nicht mal, ein paar Fragen zu stellen und direkt mal zu erfahren, was hier so los ist. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Ach so, ja gut, das war natürlich informativ, vor allem wenn man nicht weiß, was wie immer bedeutet. Aber okay, dann gut. So, dann gehen wir rein. Und ich würde ganz gerne diesmal auch die Gelegenheit nutzen, nicht mit Diego zu sprechen. Genau, wir haben beim letzten Mal hier mit Diego gesprochen, der hier am Boden sitzt. Diesmal würde ich aber gerne mit dem Typen dahinter sprechen. Der war dann nach dem Gespräch mit Diego schon wieder weg. Aber der sieht auch irgendwie wichtig aus und mit dem würde ich jetzt gerne mal sprechen und schauen, wer das denn ist. Ah, das ist Torus. Bei dem sollten wir uns doch, glaube ich, auch melden, oder? Dann tun wir das doch hiermit direkt mal. So, du siehst nicht so aus. Ja, das stimmt allerdings. Er sieht nicht so aus, als würde er uns in die Burg lassen. Und ich will für Gomez arbeiten. Stimmt, das war, glaube ich, unsere Aufgabe. Wir wollen für Gomez arbeiten, weil Gomez Leute eben in die Burg dürfen. Und in der Burg sind die Feuermagier, für die wir einen Brief haben. Okay, aber wir fangen oben mal an. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ja, wenn das so ist, will ich für Gomez arbeiten. Oh, jetzt haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Ich glaube nicht, dass zwei reichen. Wie viel hast du denn? Zwei? Naja, ich glaube nicht, aber wir können es ja mal versuchen. Mal sehen, welchen Preis er uns denn anbietet. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken. Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ja, ich glaube, das wäre die günstigere Alternative. Schade, ich wollte jetzt eigentlich fragen, hört mal, wie lange braucht ihr denn, um bis zwei zu zählen? Ich meine, je nachdem, wie clever die sind, würde das ja auch reichen, damit ich mal schnell durchschlüpfen kann hier. Okay, also 1000 Brocken Erz, ich glaube, das dauert eine Weile, bis wir die zusammen haben. Also wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass wir für Gomez arbeiten. So, und jetzt haben wir hier noch, ja, die Sache mit dem Brief, das sollten wir ja eigentlich nicht direkt jedem unter die Nase binden. Und ich glaube, das ist hier in dem Umfeld auch eine schlechte Idee, das zu erwähnen. Von daher bieten wir doch einfach mal unsere Arbeit an. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Weil ich fleißig bin? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? Ich muss in die Burg. Ja, nee, dann, ja, Diego sagt, ist immer ein gutes Argument. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden.
okay. Das finde ich jetzt eigentlich sogar ziemlich gut, weil Diego mir eigentlich recht, ja, was heißt sympathisch, aber eher umgänglich erschien als hier die Kollegen. Also finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir mit Diego verhandeln und er uns eine Aufgabe stellt. So, dann, naja, ich kann ja trotzdem mal fragen, warum stellst du mich nicht auf die Probe? Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Okay, es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Also ich kann hier tatsächlich weitermachen und nicht locker lassen, bis er mir eine Aufgabe gibt. Oder bis er die Geduld verliert und mir den Kopf abschlägt. Wenn das hier dauernd so läuft. Aber ich versuch's einfach mal. Vielleicht hat er ja doch irgendeine Kleinigkeit für uns. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ja, aber du kannst mir ja zumindest mal was sagen. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. Ja, bestimmt. Ja, wir sind mal so ein kleiner Großkotz irgendwie hier. Wir sind sehr selbstsicher. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Okay, also er hat doch etwas, was wir machen könnten. Warum kann das nur jemand machen, der nicht zu Gomez gehört? Naja, wir können uns ja mal anhören. Ich weiß nicht, was passiert mit Aufgaben oder was passiert, wenn wir eine Aufgabe annehmen, sie dann aber nicht erledigen. Aber ich habe ja schon gesehen, dass es in unserem Journal irgendwie einen Eintrag für fehlgeschlagene Missionen gibt. Also im schlimmsten Fall werden die wahrscheinlich dann irgendwann als fehlgeschlagen markieren. Aber ich bin ja prinzipiell immer dafür, erstmal so viele Aufgaben wie möglich anzusammeln und dann halt zu schauen, was man davon wirklich macht. Also von daher, gib her deine Aufgabe. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Okay, also wenn er das wirklich so macht, dann ist das natürlich eine dreiste Sache. Okay, jetzt habe ich hier, kann ich jede Menge Fragen stellen. Warum steht der denn unter dem Schutz der Magier? Was ist denn so besonders an dem? Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Okay. Also dieser Mordrak hat scheinbar so eine Art... Ja, also in dem Fall ist es ein Bote, aber das ist wohl vergleichbar mit einem Diplomatenstatus. Der hat hier irgendwie Narrenfreiheit und kann schalten und walten, wie er möchte und wird von den Magiern beschützt. Allerdings glaube ich irgendwie nicht, dass die mir nichts tun, wenn ich ihren Boten einfach mal so aus Willkür jetzt zum Beispiel umlegen würde oder so. Gerade wenn ich ein Neuer bin und hier noch keinen Namen habe, dann könnten die doch ganz schnell mal sagen, hier, lass den irgendwie im Fluss verschwinden oder so. Also irgendwie glaube ich nicht, dass das für mich keine Konsequenzen hätte. Da vertraue ich ihm nicht so ganz. So, aber wir können ja mal weiter fragen. Ja, soll ich ihn umbringen? Weiß ich jetzt nicht. Ich frage erstmal, wo ich ihn finde. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor,
Auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Okay, also hier im alten Lager, irgendwo auf der anderen Seite. So, dann, ja, was soll ich mit ihm machen? Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Oh, okay, das klingt also so, als könnten wir es auch anders lösen. Ihn vielleicht sogar überreden oder bestechen oder sonst irgendwas. Mit unseren zwei Erz. Okay, ja, und dann sprechen wir nochmal über die Feuermagier. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Ja, genau. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass mir das auch passieren könnte, wenn ich die Magier verärgere, dass ich dann auch an verschiedenen Stellen irgendwo gefunden werde. Das wäre natürlich ärgerlich. Naja, okay, aber wir haben die Aufgabe erstmal entgegengenommen und schauen mal, ob sie sich irgendwie lösen und umsetzen lässt und ob wir das denn machen wollen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal davon. Ich kümmere mich darum. Okay, so, wegen Mordrake haben wir jetzt eigentlich alles besprochen. Ich habe die 1000 Brocken Erz. Ich glaube, er wird merken, dass ich nicht ganz 1000 habe, wenn er die grob überfliegt und zählt. Also glaube ich, dass wir hier in dem Gespräch erstmal gerade nichts weiter erreichen können. Okay, das ist also Torus. Haben wir den auch schon mal. So, was wir noch besser machen können als beim letzten Mal ist, ich kann vermeiden, hier an dem Kollegen vorbeizulaufen, der vor seiner Hütte saß und tierisch genervt hat, indem er mich begleitet hat und alle paar Sekunden angesprochen. Achso, und jetzt haut er gerade schon wieder ab. Ja, jetzt sind sie alle wieder verschwunden. Das ist eine super blöde Zeit, um ins Lager zu kommen, scheinbar. Denn jetzt gehen die alle pennen. Ich würde aber gerne... Hier stehen noch so ein paar, aber ich glaube, das sind alles so... Genau, so namenlose 0815-Menschen, die einfach die Gegend befüllen. Ah ne, der hier hat einen Namen. Genau, ich würde nämlich gerne mal schauen, wer hier noch so rumrennt und irgendwelche Namen hat. Was ist das da unten? Ist das ein Kochtopf? Moment, da muss ich mal gerade gucken gehen. Ich habe ja noch nicht rausgefunden, wie ich mein Fleisch braten kann. Ich gehe aber davon aus, dass das irgendwie funktionieren muss. Weil ich bin ja schließlich kein Hexer. Ich esse das ja nicht roh. So, hier ist ein Feuer. Das ist auf jeden Fall aus. Das kann ich auch nicht anmachen. Aber hier ist doch ein... Hier ist eine Pfanne. Kann ich die benutzen? Aber da ist auch das Feuer aus. Oh, warte, aber ich kann die benutzen scheinbar. Ja, das bringt mir aber irgendwie nichts, weil... Vielleicht, weil das Feuer aus ist. Ich weiß es nicht. Brauche ich erst irgendwie eine Zunderbüchse oder irgendwas, um Feuer zu machen? Was haben wir hier? Irgendeine Bühne mit einem Instrument drauf, mit einer Trommel. Okay, ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal... Nee, nicht da lang. Ich gehe hinter der Hütte hier lang. Und dann gehe ich nochmal in die Ecke, wo ich meine eigene Hütte bekommen habe. Und dann versuchen wir nochmal... dort zu schlafen bis zum Morgen. Das erschien mir nämlich sinnvoll. Und dann, wenn die Leute hier alle wieder wach und draußen sind, dann können wir mit denen reden. Wer bist du? Buddler? Wer ist das? Schatten? Das sind alles nur irgendwelche, ja, Arbeitstitel. Oh, da drüben sitzt der. Ich gucke ihn gar nicht an. Ich gucke gar nicht hin. Nicht, dass der auf die Idee kommt, mich begleiten zu wollen. Hi, ich laufe hier nur kurz durch. So, hier war die Grube und hier lief doch irgendjemand so rum, der uns eine eigene Hütte gegeben hat. Wo ist der Kerl? Den habe ich beim letzten Mal hier irgendwo getroffen. Ist das der da oben? Nee, das ist nur ein Gardist. Der hatte auch einen Namen. Ich weiß nur leider nicht mehr welchen. Wo ist denn der Kollege? Ich würde mich ja lieber bei Tage hier mal genauer umschauen. Ach, guck mal hier. Hier scheint ein Schmied zu sein. Tagsüber wahrscheinlich. Da können wir vielleicht nochmal bessere Waffen kaufen oder unsere verbessern oder reparieren lassen oder so ähnlich. Ach, wo ist denn der Typ jetzt? Bist du das? Ja, genau, das war er, glaube ich. Fletcher. Hey, du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ja, offensichtlich. Ich wollte dir aber sowieso kein Geld geben. Ich wollte eigentlich meine Hütte in Besitz nehmen. So, wo bist du denn? Super Frage. Wo bist du denn?
Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Ein Bier trinkt er also. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. Neck ist verschwunden. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Ich will ihm ja kein Schutzgeld geben. Warum sollte ich sowas fragen? Wie dumm. Also, was ist denn mit Neck passiert? Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Okay, aber vielleicht reden sie ja mit mir, dem Neuling, der kein Gardist ist. Wegen Neck? Ja. Noch nichts Neues. Halt mich auf dem Laufenden. Ach so, okay. Ja, dann habe ich das quasi jetzt schon als Auftrag, mehr oder weniger. Aber was ist mit meiner Hütte? Kann ich da einfach so jetzt schon rein, ohne dass er mir das sagt? Hey, du. Wer? Ich? Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Also, warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Lass mich mal vorbei. Ah, okay. Also wenn er mich anspricht, dann kriege ich die Information über die Hütte. Ja, und eigentlich habe ich ja eben gehört, dass das Nex-Viertel ist und nicht deines. Aber in Ordnung, ich lasse das mal durchgehen. So, dann gehen wir zu der Hütte und dann versuchen wir nochmal zu schlafen. Und ich hoffe, dass der Bug dann nicht wieder zuschlägt. Welche waren das? Die hier, ne? Da liegt Fleisch auf dem Tisch. Genau, so war das nämlich. Da lag Fleisch auf dem Tisch. Halt, ich wollte nicht an den Stuhl, ich wollte an den Schinken. So, in den Truhen ist wahrscheinlich immer noch nichts drin. Kann ich die nicht? Ich konnte die doch öffnen irgendwie. Genau, öffnen kann ich sie, aber es ist nichts drin. Und die andere Truhe sah ähnlich leer aus. Ja, da ist auch nichts drin. Okay. Steh wieder auf, Junge. So, dann werde ich mal vorher speichern, bevor ich mich da ins Bett lege, sicherheitshalber. Das nennen wir dann LP3 einfach. So. Und dann versuchen wir die Sache nochmal hier. Ja, leg dich hin. Oder geht das nicht? Doch, das geht. So, und dann bis zum nächsten Morgen. Ah, du hast geschlafen und bist ausgeruht. Kann ich aufstehen, bitte? Steh auf. Ja! Juhu, ich konnte ganz normal aufstehen. Sehr gut. Dann können wir uns jetzt nämlich endlich mal im alten Lager ordentlich umschauen. Bei Tage und wenn alles schön ist. So, ich gehe einfach mal zurück zum Eingangstor, weil ich mich von da aus dann am besten zurechtfinde, glaube ich. Und dann werden wir einfach mal eine Runde ums Lager drehen und mit den Leuten sprechen. So der Plan. Oh, warte, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder dem komischen... Der sitzt immer noch vor seiner Hütte. Dem will ich nicht unbedingt in die Arme laufen. Der ist bestimmt für irgendwas gut. Ich weiß nicht wofür. Oh, guck mal, der kocht hier. Ich hoffe, der wird jetzt nicht aufmerksam. Wer bist du? Schaf? Schaf wie... Also nicht wie das Tier, sondern... Oder Snarf. Ist das ein H oder ein N? Ich bin mir nicht sicher. Ich rede mal mit ihm. Nein, ich wollte nicht an den Kessel. Ich wollte an den Typen. Also nicht wirklich. Ich wollte nur mit dem Typen reden. Geht das nicht? Warum kann ich nicht mit ihm reden? Irgendwie kann ich immer nur den Kessel anvisieren. Sprichst du mal mit mir? Nee, offenbar nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Kommunikationsproblem ist zwischen uns oder ein Steuerungsproblem. Ich gehe mal weiter hier zum Tor. Ja, der Typ, der uns da so nervt und uns begleiten will, ich bin davon überzeugt, dass der bestimmt für irgendwas sinnvoll ist. Vielleicht braucht man irgendwann mal, keine Ahnung, irgendeine ahnungslose Seele, die man für irgendwas opfern muss oder sowas. Aber im Moment würde der mich nur nerven. So,
Wen haben wir hier? Hier haben wir Gardisten. Dann haben wir hier wieder Diego irgendwo. Mit dem sollen wir ja reden wegen unserer Aufgabe. Grimm, wer bist du? Dich kenne ich auch noch nicht. Das passiert mir nicht nochmal. Ich bin neu hier. So beginnt man am besten eine Konversation. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Okay, wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Ja, davon habe ich schon gehört, mit dem Schutzgeld. Was muss ich machen, wenn ich in dieses Lager aufgenommen werden will? Ja, können wir ja schon mal fragen. Ich hoffe, das führt nicht direkt zu einer festen Aufnahme. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Okay, klingt soweit ganz vertraut eigentlich. Und ich sehe gerade, dass Diego da hinten auch auf der Bank sitzt. Das heißt, wir könnten mit ihm auch gleich nochmal direkt sprechen. Was ist der denn da hier? Der Kollege, der hier am Feuer steht, ist der ein Ziegelstein? Es sieht ein bisschen so aus, ne? Der knabbert an einem Ziegel. Oh Gott. Ja, jetzt hat er ihn gerade ordentlich zermahlen. Oh Gott, hat er eine Hackfresse. Schwupp, und noch ein Hühnerbein weg. Ja, noch ein Äpfelchen. Na, der hat ja mächtig Hunger. Ha, krass. Eine Ecke Käse. Wunderbar. Super. Okay, ja, was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Ich verstehe, das ist vertraulich. Okay, das ist also Grimm, der ist kurz vor uns angekommen. Dann sprechen wir doch nochmal mit Diego. Diego? Nein, nicht die Bank. Diego, ich will mit Diego sprechen. Alter! Das ist echt eine Katastrophe hier. Mit den Leuten, einfach nur mit Leuten zu sprechen. Ich krieg's nicht hin. Der visiert irgendwie immer die Bank an. Ah, ist das furchtbar. Richtig nervtötend. Sprich doch mit ihm. Nein, es klappt nicht. Ich muss warten, bis Diego wieder irgendwo anders ist, damit ich ihn ansprechen kann. Wir gehen woanders hin. So, die Gardisten. Wer bist du da unten? Oh, laufe ich hier irgendjemandem übers Dach? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich sogar ihm, obwohl... Ist das eine richtige Hütte hier? Die ist so klein. Ja doch, man kommt rein. Da hast du nochmal Glück gehabt. Ach so, okay. Das ist wohl Gravos Hütte. Der sieht aber auch ein bisschen ärmlich aus. So der Obdachlose des alten Lagers irgendwie. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Okay, also ich verstehe den Hinweis wahrscheinlich, wenn ich mich unbeliebt mache. Es gab sowas Ähnliches, glaube ich, in einem anderen Spiel mal, wenn du Kopfgeld hattest oder so, dann konntest du zu irgendwem hingehen und die haben dann gegen eine kleine Gebühr das auch irgendwie bereinigt. Also ich nehme mal an, dass das was Ähnliches sein wird, aber ich frage mich natürlich, wo er den Einfluss her hat und wie er dafür sorgen kann, dass Leute es vergessen, dass sie ein Problem mit mir haben. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Und du willst dafür wahrscheinlich auch Erz. Okay, also sehr ähnlich, wie ich mir gedacht habe schon. So, kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger. Naja, jetzt nicht mehr. Ich hatte mal kurz Ärger mit der Wache am Tor. Aber auch nicht wirklich. Das hatte sich, glaube ich, dadurch erledigt, dass er mich fast tot geprügelt hat. So, ja, fragen wir das auch noch. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm?
Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Okay, das war eine ganze Reihe Namen, die ich mir alle nicht gemerkt habe. Aber in der Regel haben wir ja entweder hier Leute, die nur den Titel über sich stehen haben, also Schatten oder Gardist oder ähnliches, oder eben Leute mit Namen, und das scheinen generell einfach die Interessanten zu sein. Von daher werde ich mir gar nicht die Mühe machen, mir einzelne Namen zu merken, glaube ich. So, ja, das war's schon. Das Gespräch mit ihm, hier ist immer noch kein Feuer in der Pfanne, das ist ein bisschen schade. So, hier unten haben wir noch ein Wasserloch, ich glaube aber nicht, dass ich da viel mit anfangen kann. Das ist auch nicht besonders tief. Kann ich irgendwie hochklettern oder so? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Da scheint irgendwas zusammengestürzt zu sein oder ähnliches. Oder von da oben runtergefallen. Ja, keine Ahnung. Ich schaue mal gerade hier den engeren Ring mir an. Oh, liegt da? Nee, da liegt keiner. Ich dachte, da läge einer auf dem Boden. Buddler und Buddler. Der futtert auch einen Ziegelstein hier. Und eher ein Stück Käse. So, dann sprechen wir mal mit den Leuten, die hier oben rumrennen. Wen haben wir hier? Ah, das ist Sly. Der Name war auf jeden Fall dabei. Hier. Was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen neuen. Ah, okay. Ich bin ganz Ohr. Wir sammeln also eine ganze Reihe Aufgaben jetzt erstmal. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Okay, also hier geht's auch um den verschwundenen Neck. Er gibt mir jetzt offiziell den Auftrag, ihn zu finden, scheinbar. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. So. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Das Arena-Viertel. Ja, wir sind Fletcher schon begegnet. Ich weiß nicht, ob er mir jetzt nochmal mehr sagt, als das, was ich jetzt schon wusste von ihm. Und ich frage mich gerade, ob es denn Hinweise darauf gibt, dass Neck ins neue Lager übergelaufen ist. Also ob er sich da irgendwie für interessiert hat oder so. Denn wenn man einmal das alles schon hinter sich gebracht hat und bis zum Gardisten aufgestiegen ist, warum sollte man dann noch das Lager wechseln? Hey du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür. Aber so eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns. Wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Alter, da wäre ich direkt erpresst hier, direkt hier die Schutzgeldgebühr eingetrieben. Sobald man einen Fuß ins Lager setzt, ich habe ja noch überhaupt kein Erz. So, soll das eine Drohung sein? Vor allem sagt er, die meisten hier sind Arschlöcher, also so wie er, würde ich mal behaupten. Ich soll Schutzgeld zahlen, ich kann auf mich selbst aufpassen. Naja, wenn die sich alle gegen mich verschwören deswegen, dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus. Warum nicht? An wie viel Erz hattest du denn gedacht? Können wir weniger als 2 sagen, vielleicht? Ja, Saudumm, glaube ich. Egal, was ich mache, ist wahrscheinlich doof. Entweder habe ich dann überhaupt kein Erz mehr, wobei ich bis jetzt schon nur irgendwie 2 Stückchen habe, die ich draußen in der Wildnis mal gefunden habe. Oder ich lege mich mit denen direkt mal an, was wahrscheinlich auch nicht allzu gesund sein dürfte. Soll das eine Drohung sein? Im Gegenteil. Es ist ein Freundschaftsangebot. Ach so, ja, so habe ich das auch verstanden.
Ich soll Schutzgeld zahlen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie du meinst, Kleiner. Wirst schon sehen, was du davon hast, ein Freundschaftsangebot abzulehnen. Ein Freundschaftsangebot abzulehnen. Ich hab's mir überlegt, ich würde doch gern die 10 Erz... Ja, Süße, könnte ich ja noch nicht mal. Selbst wenn ich wollte, könnte ich keine 10 Erz bezahlen. Die habe ich ja gerade gar nicht. Von daher bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das abzulehnen. Und ich frage mich gerade, wenn es hier die Option gibt, ich habe es mir jetzt doch überlegt, jetzt würde ich doch lieber bezahlen, dann wird es doch garantiert Ärger geben. Dann kommen die doch irgendwie, keine Ahnung, nachts zu mir und verprügeln mich oder so, solange bis ich dann doch das Erz bezahle. Also es muss schon irgendetwas geben, was mich dazu bringt, es mir dann doch anders zu überlegen. Gut, aber so oder so, wie gesagt, habe ich die 10 Erz gerade nicht, also kann ich ihm gar nicht das Schutzgeld bezahlen. Von daher, tja, muss ich erstmal mit den Konsequenzen leben, fürchte ich. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, ich versuch's. Bloodwin. Okay. So, bei den Jungs hier am Feuer, genau, da stand auch noch einer mit einem Namen. Baal Taran. Und die beiden sind normale Buddler. Dann sprechen wir mit ihm noch schnell. Würde ich gerne. Wenn nicht immer wieder was anderes angewählt werden würde. Der raucht hier einen Joint. Der raucht einen Joint. Guckt euch das an. So, können wir mal reden? Ich würde gern mit dir... Warum sprechen die alle nicht mit mir? Alter, jedes Mal... Das springt immer auf das blöde Feuer da unten. Jetzt. Mein Gott. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran. Von der Bruderschaft des Schläfers. Ah ja, alles klar. Die Schläfer. Ja, wenn man zu viel von dem Zeug raucht, wird man, glaube ich, müde. So heißt es doch. Nicht, dass ich damit Erfahrung hätte, aber so habe ich gehört. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Ich glaube, das ist mit Sicherheit das chilligste Lager irgendwie. Die sind bestimmt alle total entspannt und immer gut drauf. Ein bisschen lethargisch vielleicht, aber eigentlich ist die Welt ganz bluna. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Ah, okay. Also offenbar denken oder glauben alle anderen hier an 3 Götter. Davon wusste ich ja auch noch gar nichts. Ich wusste ja überhaupt nicht, was wir hier für einen Quatsch glauben. Also eigentlich gibt es hier 3 Götter und die glauben aber an den Schläfer. Okay, alles klar. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Okay, er ist zu beschäftigt, um mir mal eben zu sagen, geh nach Westen, Osten, Süden oder sonst irgendwo hin. Schwer beschäftigter Mann. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Ah, okay, na wenn das so ist. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht.
Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Das dachte ich mir auch gerade. Verstehe. Alles klar, das Kraut aus dem Sumpf. Okay. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Na dann, viel Glück damit. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ah, also das ist interessant. Es gibt also auch noch andere Wege in die Burg. Ich muss nicht zwangsläufig für Gomez arbeiten, sondern ich kann auch hier mit diesen Kiffern hier zusammenarbeiten, mit den Schläfertypen und kann dann die Drogen hier verticken und dann komme ich auch in die Burg. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, also Gomez ist nicht der einzige Weg, das kann man sich auf jeden Fall schon mal merken. Über das Schläferlager hier kommt man auch irgendwie in die Burg rein. Also das ist eine interessante Information. Ja, das mit dem Brief wollen wir verheimlichen. Also sagen wir einfach, wir wollen jemanden treffen, was ja dann auch letztlich stimmt. Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Weil er sich so schnell wahrscheinlich nicht hier draußen zeigen wird. Das geht dich nichts an. Ja, das sowieso. Und es ist einer der Magier. Ja, das können wir ja ruhig sagen, oder? Ich sag's einfach mal. Vielleicht hat er noch eine wichtige Information für uns. Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Da musst du schon in die Burg ran. Was willst du denn von denen? Magische Runen kaufen? Oder Tränke? Genau. Genau das. Stimmt, genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Okay, das war in der Tat auch noch eine interessante Information. Also bei den Sektenspinnern im Lager gibt es auch magisches Zeug zu kaufen, irgendwelche Runen und Tränke. Kann man sich ja auch mal merken, ist bestimmt ein Blick wert. So, ja, dann würde ich sagen, war's das mit dem Gespräch. Und nicht nur mit dem Gespräch, sondern auch mit der Folge, denn ich habe schon ein bisschen überzogen. So, aber diesmal haben wir schon ein bisschen mehr erfahren und beim nächsten Mal werden wir unsere Runde hier einmal um das Lager bzw. um die Burg fortsetzen. Vielleicht schaffe ich es auch nochmal mit Diego zu sprechen, wenn er sich mal anquatschen lässt. Und dann schauen wir uns mal die Rückseite der Burg an, also die restlichen Viertel des Lagers. Schauen mal, wem wir da noch so begegnen, ob wir irgendwas über diesen verschwundenen Gardisten erfahren. Und einfach mal schauen, was so auf uns zukommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen heute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.